Engländer und Deutsche gehen gemeinsam zur Absturzstelle des englischen Bombers vor 75 Jahren im Obdjeverschen Forst. Hauptmann AD Charlie Pfeiffer führt die Gruppe an. Er hatte dieses Treffen organisiert. An dieser Stelle ist das Flugzeug während des Anfluges durch den Wald, durch die Bäume zum Liegen, also zur Ruhe gekommen und ist an dieser Stelle ausgebrannt. Das haben wir auch deshalb festgestellt, weil hier im Boden das meist verbrannte Material, sprich Aluminium von der Außenhaut des Flugzeugs, liegt hier im Boden. Deshalb gehen wir davon aus, dass hier das Flugzeug zum Liegen kam, an dieser Stelle. Und deshalb haben wir auch hier die Erinnerungstafel an dieser Stelle aufgebaut. Und auf der Rückseite stehen die einzelnen Namen von jedem Kreuz. Sammeln zur Gedenkfeier vor der St. Ann-Kapelle. Herzliches Willkommen hier in der St. Ann-Kapelle zu diesem Gedenk- und Versöhnungsgottesdienst. Welcome to St. Ann's Chapel for this Memorial and Reconciliation Service. We meet in the presence of God. We commit ourselves to... Die Feier wird zweisprachig von zwei Pastoren gehalten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wille ist, dass all unser Tun durch Jesus Christus bestimmt ist. Bringe die Menschen aus allen Völkern zusammen und überwinde die Trennung. Ach, danke deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns im Fort nicht schade des bösen Feindes ist. Liebe Gemeinde, mitten in der Nacht vor ziemlich genau 70 Jahren, am 7. Juli 1940, flogen drei Wellington-Bomber ihre todbringende Bombenlast nach Bremen. Die Wolkendecke hing sehr tief, sodass die Bomber recht niedrig fliegen mussten. So waren sie für die Flugabwehr ein relativ leichtes Ziel. Die Bomber mussten noch vor Bremen abdrehen. Die fünfköpfige Besatzung eines Wellington-Bombers hat die Bomben in der Nähe der Forella-Schleuse ins Watt geworfen, wohl weil die Besatzung wusste, dass der Rückflug oder eine bevorstehende Notlandung ohne Bomben an Bord sicherer sei. Das Flugzeug bewegte sich sehr tief in nordöstlicher Richtung, bis es in den Bereich des Fliegerhorstes Jever einflog. Wollte der Pilot eine Notlandung wagen? Über dem Fliegerhorst wurde die Wellington mit einer Flugabwehrkanone beschossen und getroffen. Der Wellington-Bomber stürzte knapp neben dem Fliegerhorst in den Obdjever Forst. Alle fünf Männer an Bord kamen bei dem Aufprall und dem anschließenden Feuer ums Leben. Wie war das damals in jener Nacht? Wie sind damals die Jeveraner mit den toten Feinden umgegangen? Die fünf noch namenlosen Toten wurden nicht einfach verscharrt oder irgendwie sonst beiseite geschafft, sondern mit vollen militärischen Ehren hier auf dem Friedhof beigesetzt. Der Eintrag vom Juli 1940 im Friedhofsregister nennt fünf unbekannte Engländer. Während der Beisetzung legte die Ehrenformation, bestehend aus mehreren deutschen Soldaten, Kränze nieder. Die britische Nationalflagge, der Union Jack, befand sich am Grab.
Ein Marinedekan hat die Trauerfeier geleitet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gemeinsam geht's zur ursprünglichen Beisetzungsstelle der 5 britischen Soldaten. Später wurden sie umgebettet. Ich freue mich sehr, Sie alle heute im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Jever als Freunde unter Freunden in unserer schönen Stadt herzlich willkommen heißen zu können. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, für diese würdige und bewegende Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des Absturzes und für das damit verbundene Zeichen für Frieden und Versöhnung. Es sind die schrecklichen Ereignisse wie der Tod der 5 jungen britischen Soldaten, ihrer Angehörigen am 7.7.1940 und die Erinnerungsveranstaltungen daran, die zeigen, dass Geschichte mehr ist als nur Geschichten aus einer vergangenen Zeit. Geschichte erzählt das Leben und das Schicksal von Menschen, die einmal wirklich existiert haben. Heute können wir für uns feststellen, dass durch eine glückliche Fügung Caroline Kessler, Jack Waterfall, Frank und Charlie Pfeiffer zueinander gefunden haben und dass sich dadurch für Sie, liebe Angehörigen, vieles aufgeklärt hat. Besonders erfreulich und ermutigend ist, dass sich darüber hinaus zwischen den Familien eine echte Freundschaft entwickelt hat. Ich wünsche Ihnen, dass diese Freundschaft weiter Früchte tragen wird und würde mich freuen, wenn Sie, liebe Angehörigen, wieder einmal in Jever als Freunde begrüßen könnte. Ich danke Ihnen. Something for your office to remember the next generation for this event. Thank you very much. Thank you. Thank you. Meine Damen und Herren, hiermit mit dem Signal vom guten Kameraden endet die heutige Veranstaltung. Die Herrschaften, die sich gerne noch mit unseren Freunden aus England unterhalten möchten, Näheres erfahren möchten, darf ich bitten, uns zum Marienbräu zu folgen. Nachdem wir die Feierlichkeiten beendet haben auf dem Friedhof, sind wir zum Marienbräu gegangen, um uns noch mit ein bisschen Bier abzukühlen.